Gibt es im Jahr 2024 15% Rentenerhöhung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage auf rentenbescheid24.de reinbekommen, und zwar geht es um das Thema Rentenerhöhung im Jahr 2024. Und zwar ganz konkret um die Frage: EM-Rentner, Bestandsrentner, die sogenannte Zuschlagsregelung bekommen. Also es sind die Leute, die vor dem 1. Januar 2019 eine EM-Rente bezogen haben und die dann bis zu 7,5% Zuschlagsregelung am 1.7.2024, je nach Beginn der EM-Rente, dann nochmal bekommen können. Und da meint ein Anfragender, er gehe ja davon aus, dass es ja auch noch am gleichen Tag eine normale Rentenerhöhung geben kann und ob das dann eventuell 15% ausmacht. Meine Damen und Herren, die Zuschlagsregelung, die 7,5% für EM-Bestandsrentner, die stehen fest. Das heißt also, für Versicherte, die nach dem 31.12.2000 bis zum 30.06.2014 eine EM-Rente erstmals bezogen haben, die können 7,5% höheren Zuschlag erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass entweder die EM-Rente oder eine nachfolgende Altersrente am 30.06.2024 bezogen wird. Wenn das der Fall ist, gibt es pauschalisiert 7,5% obendrauf auf die Rente. Wie hoch die tatsächliche Rentenwerterhöhung zum 1.7.2024 ausfällt, kann heute im Jahr 2023, im Februar 2023, noch kein Mensch sagen. Deshalb ist es relativ unseriös zu sagen, es gibt 15% oder es gibt 10% oder wie auch immer, wie viel das zusammen dann ausmacht. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass es eine Zuschlagsregelung geben wird, und die fällt je nach Beginn, fällt die dann aus 7,5% oder 4,5%. Aber 15% Rentenerhöhung insgesamt würde ja bedeuten, bei einer Zuschlagslösung von 7,5% davon das Doppelte, dass wir im Jahr 2024 7,5% Rentenerhöhung zu erwarten hätten. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, meine Damen und Herren, gehen Sie bitte nicht davon aus, dass wir im Jahr 2024 eine Rentenerhöhung von 15% bekommen, wenn überhaupt für EM-Bestandsrentner, und dann vielleicht bei 10%. Aber das muss man mal sehen, wie sich das dann wirklich tatsächlich mit der eigentlichen Rentenerhöhung noch der Höhe nach ausrechnen lässt und wie die Rentenwerte dann zum 1.7.2024 aussehen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.